Heute möchte ich euch zeigen, wie ich 3000 Euro monatlich verdiene über die Vermietungsplattform Airbnb und Booking.com mit nur einer vermieteten Wohnung. Und das Ganze mit einer Einmalinvestition von 15.000 Euro. Wenn du der Meinung bist, das hört sich alles super an, jedoch kann da etwas nicht stimmen, kann ich dich verstehen. Mich würden solche Aussagen auch mehr als stutzig machen. Ein derart profitables Einnahmemodell mit geringem finanziellen Einsatz gibt es häufiger als du denkst und ist teilweise noch wesentlich lukrativer in puncto Rentabilität. Ist eine Person auf einen guten passiven Cashflow gestoßen, wird sie in den häufigsten Fällen aber nicht davon berichten, um Nachahmer zu vermeiden. Ich persönlich sehe das komplett anders. Geben ist seliger als nehmen. Ich bin der Meinung, man muss erstmal sehr guten Content, Inhalte und Wissen herausgeben und zwar welchen, von dem man zu 100% selbst überzeugt ist, dass dieser einen Nutzen bringt bzw. gewissen Personen weiterhilft. Mir persönlich bereitet es Freude, meine Erfahrungen und Ergebnisse zu teilen. Wenn ihr den ersten Teil des Videos bereits gesehen habt, so habe ich euch erklärt, wie ich auf den Kauf dieser Wohnung gekommen bin, sowie die Kosten und Einnahmen im Überblick. Stichwort Eigenkapitalrendite. Dies möchte ich nun ausführlich erläutern, alle Ausgaben und Einnahmen gegenüberstellen und den Beweis antreten, dass ausschließlich durch die Kurzzeitvermietung abzüglich aller Kosten ein Reingewinn von über 3000 Euro im Monat übrig bleibt. Im vorherigen Video habe ich euch wie gesagt die Eigenkapitalrendite ausgerechnet. Wie versprochen gebe ich euch nun einen Einblick aller Kosten und Einnahmen am Beispiel meiner 5-Zimmer-Wohnung in Bukarest in sehr guter Lage. Schauen wir uns jetzt mal die Kostenausstellung etwas genauer an. Als erstes der Kaufpreis der Wohnung, der lag bei 110.000 Euro, die konnte ich also für deutsche Verhältnisse relativ günstig erwerben. Als nächstes kommen die Notarkosten hinzu, die liegen hier bei 1.100 Euro, was 1% vom Kaufpreis entspricht. Hinzu kommt die Grundsteuer, ihr wundert euch jetzt hier vielleicht, wieso hier 0 Euro steht, das liegt daran, dass hier nur eine einmalige Steuer im Jahr anfällt, die liegt bei 100 bis 200 Euro, fällt also nicht wirklich ins Gewicht. Dann haben wir hier unsere Anwaltskosten, auch die sogenannte Due Diligence, die liegt bei 2000 Euro. Es wurde hier eine große und bekannte Anwaltskanzlei beauftragt, die Ableger in fast allen europäischen Ländern hat, eine Prüfung auf etwaige Auschwitzstände oder Verbindlichkeiten des Wohnungseigentümers durchzuführen, sowie den Kaufvertrag in deutscher Sprache aufzusetzen. Als nächstes die Renovierungskosten. Die liegen hier inklusive Material- und Arbeiterkosten bei gerundet 20.000 Euro. Als nächstes kommen noch Möbel und Einrichtungen hinzu. Die Ausgaben sind sogar noch um ein paar hundert Euro geringer ausgefallen, diese wurden aber hier etwas aufgerundet, um am Ende eine runde Gesamtsumme von 150.000 Euro zu erhalten, die ihr hier sehen könnt. Schauen wir uns jetzt also auch die monatlichen Ausgaben an, also das, was eben regelmäßig ungefähr im gleichen Betrag immer anfällt. Als erstes haben wir hier Heizung und Hausverwaltung, also die klassischen Nebenkosten, die liegen hier bei 80 Euro im Monat. Dann haben wir natürlich auch noch den Strom. Da ist hier ein großer Vorteil. Wir sind ja in Rumänien, jetzt hier am Beispiel meiner Wohnung. Und in Rumänien ist der Strom wirklich sehr günstig. Also auch, obwohl es hier eine große Wohnung mit Klimaanlagen und so weiter ist, sind wir nur bei 15 Euro im Monat. Dann natürlich brauchen wir auch Internet und auch TV. Und auch hier haben wir wieder einen Vorteil. Wir sind in Rumänien. Das heißt, hier ist es nicht nur günstig, sondern in Rumänien befindet sich ja auch europaweit gesehen das best ausgebaute Internet. Und dafür kriegen wir hier auch wieder für 15 Euro im Monat eine ziemlich gute Leistung, wovon natürlich dann auch wieder unsere Gäste profitieren, weil sie einfach eine schnelle Internetanbindung haben, um zum Beispiel zu FaceTimen oder Urlaubsbilder zu versenden. Ihr könnt es euch ja vorstellen. So, das nächste ist die Instandhaltung. Das sind also kleinere, sag ich jetzt mal, Hausarbeitertätigkeiten, je nachdem, was eben gerade anfällt, wenn mal eine Glühbirne kaputt ist, wenn es irgendwelche kleinen Reparaturen oder auch Wartungsarbeiten gibt, die erledigt werden müssen, bekommt das hier eben ein Beauftragter für 50 Euro. So, und wenn wir jetzt die Summe hier einmal zusammenrechnen, dann liegen wir hier bei 160 Euro im Monat für die Ausgaben, die wir hier haben. Jetzt kommt noch was hinzu. Ihr seht hier unten schon, das sind die Agenturkosten. Also der Check-in, die ganze Vermittlung, ja, das Wiederherrichten der Wohnung, das Frischmachen quasi für neue Gäste. Das lasse ich in meinem Fall einfach durch eine Agentur machen. Und die berechnet einfach pauschal 15% von jeder Buchung als Gebühr, was man natürlich dann hier sozusagen auch als Kosten mit einrechnen kann. Schauen wir uns jetzt mal die Einnahmenseite an. Als erstes beginnen wir natürlich mit unserer Haupteinnahmequelle, nämlich ganz klar dem Übernachtungspreis. Bei dem Übernachtungspreis rechne ich jetzt hier mit 155 Euro pro Nacht,
Bei diesem Preis, muss man aber sagen, sind die ganzen Kosten für die Agentur oder auch für Reinigung, was eben sonst mit einer Übernachtung direkt anfällt, schon abgezogen. Also schreiben wir es uns hier mal hin, durchschnittlich 155 Euro pro Nacht. Natürlich auch wichtig immer bei solchen Airbnb-Sachen oder auch bei Hotels ist ja, wie sieht es denn mit der Auslastung aus? Also an wie vielen Tagen im Jahr kann ich denn überhaupt damit Geld verdienen? Und bei dieser Kalkulation unterlegen wir jetzt, oder unterstellen wir besser gesagt, eine Auslastung von 80%. Und wenn man das Ganze jetzt umrechnet, also eine Auslastung von 80% im Jahr, dann ergibt das eine Auslastung von 24 Tagen auf den Monat gerechnet. Also tragen wir das hier mal in unserer Rechnung ein, 24 Tage, bei denen wir durchschnittlich 155 Euro eben pro Nacht einnehmen können. Und das ergibt dann eine Summe von 3.162 Euro im Monat an Einnahmen. Jetzt müssen wir natürlich noch unsere Fixkosten abziehen, also rechnen wir mal weiter unsere 3.162 Euro pro Monat. Und dann haben wir davor die Fixkosten ausgerechnet, das waren die 160 Euro, die tragen wir jetzt hier einmal ein. Ja. Und dann, wenn wir das schön runden, ja, dann kommt hier raus 3.000 Euro an Gewinn vor Steuern. Und im nächsten Teil, da seht ihr dann auch, wieso die Steuern in Rumänien eigentlich überhaupt nicht ins Gewicht fallen und das quasi schon unser Reingewinn ist. Rumänien hat eins der liberalsten Kleinunternehmerregelungen in der EU. 70.000 Euro im Jahr mehrwertsteuerfrei sowie 3% oder 1% Steuern auf den Umsatz. Im nächsten Teil zum Thema Steuern dazu mehr. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Sollte für euch eine Firmengründung, das Thema Steuern oder Immobilien in Rumänien von Interesse sein, freuen wir uns über eure Kontaktaufnahme. Weitere Informationen dazu findet ihr in der Videobeschreibung.